Ja, dunkle Grüße und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, wo ich vermeintlicherweise wohl nicht richtig gespeichert hatte und deswegen mein Schnellladestand geladen habe gerade, denn ich hatte ja bereits das hier gemacht, oder? Egal. Obwohl, nee, doch. Das scheint mir schon ein bisschen umgerückt worden zu sein, das passt schon. Egal, wie auch immer. Ich weiß jetzt zum Glück, was ich tun muss und weiß auch ganz fix, was ich tun muss. Und muss jetzt ewig rum experimentieren. Das war ja mein Plan gewesen, am Ende der letzten Folge das noch rauszufinden. Und ich werde jetzt tun. Hoppala. Oh, meine Güte. Was ich eben tun muss. So. Und was ich tun muss, das ist Loki verprügeln, wenn ich ihn finde. Aber das ist erst vielleicht nicht die erste Priorität. So. So, mit dem ziele ich auf den da. Mit dem muss ich irgendwie den da erwischen, ja? So Pi mal Daumen. Es fehlt mir gerade irgendwie eine Mechanik, um mir mich rüber zu schwingen. Um da schneller von A nach B zu Abgrund zu kommen. Aber na, was soll's? Halt, bisschen umständlicher. Moment, warte. Nee, mit dem komme ich da gar nicht hin, sehe ich gerade. Da muss ich mit dem auf den schießen. Nee, kann ja auch nicht sein. Oder mit dem auf D natürlich. Das geht vielleicht auch noch. Aber treffe ich mit dem denn da drüben? Oh Mann. Ja, also dass du mich weißt, was ich tun muss. Ich meine, ich weiß es ja im Großen und Ganzen, aber im Detail ist das immer so eine Geschichte. Aber mit dem komme ich jedenfalls da drüben an. Das geht schon. Die Frage ist halt nur, treffe ich damit auch die anderen beiden Dinger unten? Das sah mir nämlich gerade nicht so aus. Aber muss hier, aber andersrum scheint es nicht zu funktionieren. Ja, okay, doch. Das ist kein Problem. Läuft. Plopp. Den kann ich ja nur verschieben und nicht irgendwie. Wobei ich auch nicht viel verschieben muss. Ah. Ganz kurz. Ist das jetzt schon auf? Also, der Geräusch war da, aber irgendwie scheint das noch nicht funktionieren zu wollen. Noch viel Mühe nach da drüben schieben. So. Und dann mal fein justieren das Ganze. Aber schon komisch, dass das Geräusch irgendwie da war, aber auch nichts passiert ist gerade. Naja, egal. Ich hoffe, dass erübrigt sich jetzt, aber es ist immer noch nichts passiert. Trifft immer noch nicht ganz, oder? Oder? Nee, ist leicht daneben immer noch. Gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich's aber. Geht doch. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Meinst du, springst ins Nichts? Ah. Hier ist vermeintlicherweise was zum Klettern. Nein, nicht wirklich. Wow. Da. Wo ist der andere? Da ist er. Oder? Nee, doch nicht. Sah gerade so aus. Beeile dich. Doch, das ist er doch. Wir sollten hier nicht verweilen. Wieso nicht? Ist doch. Sei du das Zünglein an der Waage. Ist doch cool hier. Ich würde mein Leben lang gerne nicht verbringen. Achso, das sind die Nonnen. Sie mögen es im Stillen zu spinnen. Okay, okay. Was auch immer. Komm, weitermachen. Tür? Ein Babywolf. Wie niedlich, wie flauschig. Ich will auch so ein. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinen Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein!
Ah, Glück gehabt. Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard! Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Havi. Zum Glück ist er ein Gott und kann den Pfeil auffangen. Aber offenbar nicht gut. Hat sich verletzt dabei. Oh, ist der flauschig. Ist bestimmt der, der ihn irgendwann fressen wird. Das ist der Mini-Fenris. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Ja. Ja. Im Prinzip 1 und 3 das gleiche, ne? Aber die Frage ist halt, ob er das hiermit auch wirklich sagt. Ich meine das Erste. Ich bin der vielgesichtige Tyr. Schrei doch nicht so. Der Lärmer, der Speerführer, der Maskierte. Ich bin Langbart und Lumpenmantel. Ich bin der Wanderer, der Streiter. Und nun bin ich der Feind des Wolfes. Dies ist unabänderlich. Oh, nicht so aggressiv, Mann. Wessen Geist dich auch beherrscht, du darfst hier nicht töten. Vergieße kein unschuldiges Blut an dieser heiligen Stätte. Nimm dieses Tier und sperre es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Ein bisschen bizarr, die Konversation gerade. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Ja, aber dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Ja, okay. Noch weiter nach unten, um rauszukommen, ja. Und der Hund, der kommt jetzt hier auf welcher Weise mit? Und wie kam er hier überhaupt rein? Vor allem, weil er ist relativ freudig dem Welpen über, so von dem, was er gesagt hat. Oh, der ist so flauschig. Und dann auf einmal war er das Arsch, den töten wollte. Ich meine, klar, Fenris und so weiter, Verzeihung. Verstehe ich ein Stück weit. Aber dann irgendwie wieder auch nicht. Naja. Und hier wird der Hund mit durchtauchen, ja? Wolf meine ich natürlich. Das weiß ich ja noch nicht, ob er das hinkriegt. Ah ja, die unsichtbare Wand ist jetzt weg. Jetzt komme ich da hier Zeit rein, wenn ich will, von einem ganz kurzen Weg aus. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Das ist echt ein langer Weg, das überlebt der Hund doch niemals, Wolf. Der kann doch nicht so lange die Luft anhalten, oder was? So, jetzt bin ich aber draußen. Jetzt werde ich mir diese Trainer da drüben holen. Und danach müsst ihr jetzt aufploppen und dann müsst ihr das Rätsel lösen können. Und dann bin ich wahrscheinlich nochmal wie ein Level weiter. Und bin total froh. Loki. Alles in Ordnung? Was? Aber da war doch... Nee. Okay, es war Loki dann. Du hast die Quelle betreten, Alucard, Loki. Nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Wolf lebt. Doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ach ja? Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig. Und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Oha. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Gut, ich muss eh in die grobe Richtung. Ein bisschen weiter als 200 Meter. Oh! Was? 3400 EP für diese Quest? Oh. Dann steige ich ja durch das reine Quest nicht schon wieder ein Level. Nicht nur durch das Sammeln von Dingen.
Ja, ich bin gespannt. Wie sieht er? Wir sehen ja gerade ganz gut. Ich habe bereits 4 XP, also Fähigkeitspunkte zu verteilen. Und mindestens 2 kommen noch dazu. Alles nur durch diesen Asgard-Sequenzteil. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch vor. Was hast du gesagt? Ist ja auch alles gut soweit. Ich wollte mich ja ein bisschen leveln und so. Und darum habe ich gesammelt, den ganzen Trainern und so weiter hier. Und dann bin ich aber gespannt, ob mir das im Hauptspiel auch irgendwas bringt, letztendlich tatsächlich. Lass mich mal in Ruhe. Die haben alle... Die haben alle so ein nerviges, rotes Totenkopf-Symbol. Obwohl ich hier eigentlich relativ entspannt töten kann, wenn ich es denn möchte. Auch ein bisschen irritierend. Naja, ist ja nicht so wichtig. Aber ich scheine jetzt auch... Ach, guck mal, noch so ein Hirschding. Auf, kann ich auf die reiten? Nee, haut ab von mir. Oh, wie gemein. Ah, es scheint doch recht hoch zu sein. Ich meine, es wird jedenfalls so, als wenn ich hier storymäßig ohnehin zu dem einen oder anderen Platz hinkomme. Ihhh. Wasser, Gras, Algengedöns, Zeug. Den Boot besser wahrscheinlich. Ich nehme an, ich komme auch storytechnisch wahrscheinlich noch da oben auf die Insel rauf, wo ich jetzt hinfahre, aber ist mir egal. Ich will das jetzt erledigen, bevor ich dann am Ende doch rausgeschmissen werde aus dieser Vision. Und dann zwar wahrscheinlich wieder jetzt hierher zurückkehren kann, um die Dinge eben zu sammeln, wenn ich sie nicht gesammelt haben sollte, aber ich mache es eben doch lieber jetzt sofort, wenn ich schon mal hier bin und das kann, als später zurückkommen zu müssen. Und dann bin ich hier mit einem Mal durch und ist auch nicht verkehrt, denke ich mal. Zumal ich echt sagen muss, ich habe auch momentan relativ wenig Lust, in die normale Welt zurückzukehren, weil irgendwie mag ich Asgard gerade doch recht gern. Und drum und dran alles hier so. Ach mal. Da scheint aber einen Pfad nach oben zu führen, ganz entspannt. Das finde ich gut. Wenn das denn so... Ja, aber es sieht ganz klar danach aus. Dann muss ich nicht so viel kraxeln. Wobei ich dann wahrscheinlich trotzdem schneller wäre. Aua. Tut mir leid, Möwe. Aber ich kann dich eh nicht leiden. Ich hasse Möwen wirklich, das sind gemeine Tiere. Die mag ich nicht. Die fressen Spatzen im Ganzen. Das ist nicht in Ordnung. Nein, ich mag keine Möwen. Na, ah, komm, ich kletter einfach, was soll's. Das andere scheint mir ein Umweg zu sein. Also, wenn ich halt da oben nicht hin will zur Träne, meine ich. Apropos. Ach, siehst du, auf meiner Ebene. Da dürfte ich wohl nicht mal so noch weit nach oben, wie es aussieht. Das wäre wahrscheinlich der Hauptpfad auch gar nicht mal der richtige gewesen. Bin ich schon drüber, oder? Jawohl. Oha. Was ist das denn hier? Da haben sie wohl nicht zu Ende designt, die lieben Leute. Tja, oder aber auf dem Hauptpfad wäre ich zu einer Höhle gekommen, die mich dahin geführt hätte. Denn das hier sieht gerade nicht nach irgendwie... Ah ja, da unten wahrscheinlich dann. Vielleicht also doch noch. Mal sehen. Hüpf. Oh, das Runterkraxeln ist echt das Schlimmste hier. Hoch ist ja mal kein Problem, aber runterkommen... Was ist das hier? Ach, nur ein Stein. Sieht aus wie ein... Keine Ahnung. Aua. Vielleicht wie... Aua. Ein Varan oder sowas von oben. Aber jetzt hat sich dieser Eindruck völlig erübrigt. Guck mal. Ungefähr auf der Ebene hier. Das ist schon mal gut. Da ist keine Höhle. Och, nee. Ah! Mist. Wäre ich mal dem Pfad gefolgt. Ich. Alter Tor. Also nicht der Tor, sondern ein Tor. Ach, Mensch. Licht an. Ich habe auch das Gefühl, nicht näher zu kommen, auch wenn die Zahl mit der 60 eigentlich schon relativ nah dran ist. Ach, guck mal. Das nächste Grünstück. Na komm, ich glaube einmal da lang, was ist doch ein bisschen entspannt, euch hier lang zu kraxeln tatsächlich. Bringt mich aber irgendwie auch nicht wirklich weiter daran, oder? Naja, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die letzten ein, zwei Tränen vielleicht doch noch ein bisschen schwerer versteckt sind. Weil die meisten ja doch relativ einfach zu kriegen waren. Diese eine mit dem Seil, bla, das war schon ein bisschen... da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ah, nee, komme ich gar nicht ran. Aber sonst waren die alle relativ straight gewesen, tatsächlich.
Und diese hier ist ja auch erst aufgetaucht, nachdem ich den Rest fertig hatte. Also kann es durchaus sein, dass das eine einfach mal schwere zu erreichende Träne ist. Aber vielleicht auch eine, die man gar nicht so ohne weiteres erreicht, wie ich gerade so mir denke. Toll, ist mich doch hier. Ich halte es nicht aus. Da drüben bin ich, glaube ich, rübergekraxelt, oder? Oh. Ja, also ich sehe überhaupt nichts wie einen Eingang. Weißt du was, ich bin ein Raben. Meine Güte. Schönen, leite mich.